Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Seid gegrüßt an diesem heute und willkommen zurück zu einem weiteren Tag und einem weiteren Teil zu The Front. Heute habe ich euch einfach nur ganz fix ein paar Tipps mitgebracht, die ich euch hinschmeißen werde. Und werden mal schauen, vielleicht ist da das ein oder andere mit bei, was der ein oder andere nicht weiß. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass da das ein oder andere mit bei ist, was der ein oder andere nicht weiß. Von daher fangen wir auch direkt mal an mit der Elektronik. Elektronik in The Front selber ist ja erstmal relativ simpel. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ja natürlich das, was der ein oder andere auch kennt. No, man hat ja seine Solargeneratoren, die ein bisschen Strom generieren. Wir haben unseren Dieselgenerator, der ein bisschen Strom generiert. Wir haben unsere Kuppler oder unsere Zusammenfüger, die drei Stromkreise in einen zusammenfügen. Und das Ganze haben wir dann auf beiden Seiten. No, von da kommen die drei Kabel hier rein. Wir haben von da die beiden Kabel hier rein und wir haben noch den Dieselgenerator, den ich jetzt einfach mit hier reingeschmissen habe. So, und hier kommt dann alles zusammen in dieses eine Kabel. Bei The Front kann man Strom tatsächlich sehen. Dieses Leuchten, was man hier sieht, das ist nicht nur einfach die Richtungsanzeige, wo der Strom lang geht, sondern es ist auch quasi der Strom, der durchfließt bei jedem Tick. Das ist quasi so ein Tick, wie viel Strom da durchfließt. Wenn wir jetzt hier dieses Electric Toolpack in die Hand nehmen, können wir natürlich auch jeweils einzeln schauen, was wir wo als Input haben. Wir haben hier jeweils 19 Strom, 19 Volt und ja, hier auch 19 und hier 19 und ja, das ist halt manchmal irgendwie ein bisschen komisch. Das Ding verbraucht auch irgendwie einen und ach, ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt hier unseren Stromgenerator und bei dem haben wir 240 von 81. Das, was der ein oder andere nicht weiß, ist, dass Stromkabel am Anfang nur 80 Volt verschicken können. Bedeutet, in diesem Setup, das kann ich jetzt so bauen, wie ich möchte, ist es total egal, denn am Ende wären eigentlich 336 Strom, die hier reinkommen würden, aber es werden nur 80 weitergeschickt. No? Und dadurch wird natürlich meine Batterie auch nur mit 80 Volt geladen, was natürlich recht tricky ist. Das bedeutet, man muss sein Stromsetup natürlich schon so aufteilen, dass man immer erstmal nur maximal 80 Volt weiterschickt. Natürlich, klar, ich gehe mal davon aus, später im Tech-Tree haben wir auch noch stärkere Kabel, mit denen wir dann mehr verschicken können. Aber hier erstmal die 80 Volt. Als Beispiel jetzt mal mein derzeitiges Fallen-Setup. No, ich habe hier ein paar Solardinger auf dem Dach, die sich dort zusammenfügen, kommen hier unten an mit 58 Volt, 58 und der Dieselgenerator ist aus. No, das heißt, hier haben wir mehr als 100. Hier kommt jetzt gerade natürlich nichts rein, aber hier würde im Endeffekt nur ankommen 80 Volt jeweils. Und hier geht auch nur 80 raus. No, das heißt, ich habe jetzt hier vom Dach gehen meine Stromleitung hier in den Kuppler und von dem geht es dann in die Batterie und von der Batterie in die nächste Batterie. Das ist so mein Setup, um ein bisschen Strom zu speichern, damit ich den Strom in meinen Waves nutzen kann. No, man sieht ja schon ein kleines Stromsetup, das ich mir hier aufgebaut habe, no, wo das von den Akkus da draußen hier einmal reinläuft und sich dann hier bei dem Switch sammelt. Wenn ich jetzt diesen Switch anmache, wir haben jetzt hier 80 Volt, die reinkommen. No? Und dann haben wir hier halt auch nur noch 79, die weitergeschickt werden. Weil hier und da wird ein bisschen Strom gefressen. No? Kann natürlich sein, der Schalter selber, der klaut sich auch noch ein. Und wie man sieht, wird jetzt hier Strom in die Runde geschickt. No, hier haben wir jetzt 10 Power, 10 Power, 10, 10, 10, 10 und 10. Und ach, siehe da, die anderen sind aus, weil ich mit den derzeitigen Kabeln nicht genug Saft weiterschicken kann. Na, man hat ja auch gerade schon ganz gut gesehen. No, deswegen meinte ich das, Strom wird in Wellen verschickt hier und es ist nicht einfach plötzlich alles an, sondern man sieht jetzt auch, wenn ich es ausmache, die gehen nach und nach
erst aus. Na, einfach weil, wenn ich es anmache, ein Tick, zwei Tick, drei Tick, vier Tick und es tickt halt so weiter, wo der Strom dann halt weiter geschickt wird. Na? Von daher, kleine Info zum Strom. Hoffe, es hilft euch ein klein bisschen weiter, um eure Dinger zu bauen, um eure elektrischen Systeme. Ich werde noch einen tiefgründigeren Guide zum Strom erstellen in nächster Zeit, auch zum Wasser. Und dann kommen wir mal zum nächsten Teil. Die Fahrzeugreparatur. Der ein oder andere wird ja schon im Tech-Tree gesehen haben, dass man forschen kann. Na, wo ist er? Ich vergesse es. Ach, bei Waffen, genau. Man kann ja das Schweißgerät kaufen, womit man sein Fahrzeug bis 30% Haltbarkeit reparieren kann. Natürlich, ne? Reifen, Ketten, Turrets und so weiter. Teile kann man halt bis 30% reparieren, um auf dem Weg, während man unterwegs ist, Notfallreparaturen zu haben. Ich zeige euch jetzt, wie man im Endeffekt das Fahrzeug selber repariert. In erster Linie muss ich schauen, dass das Fahrzeug selber leer ist. Da darf nichts im Lager sein. Dann gehe ich mit F hin, drücke auf Reclaim Vehicle oder auf Deutsch sollte da stehen, Fahrzeug zurückholen. Damit packe ich das Fahrzeug in meine Tasche. Wenn ich dieses Fahrzeug jetzt nehme und hier in die Factory gehe, schmeiße ich das Fahrzeug rein, drücke auf den Truck drauf und kann hier sagen Repair. Und schon wird das Ding innerhalb von 8 Minuten 40 repariert. Man muss natürlich dazu sagen, je nachdem, wie sehr etwas kaputt ist, bezahlt man fast den kompletten Neupreis dafür. Na, das heißt, wenn mir 80% Life fehlen, na, dann bezahle ich auch 80% Ressourcen. Na, ab und zu hat man vielleicht Glück und es wurde gerade noch nicht aufgerundet oder so auf den nächsten Motor, den man dann braucht. Und dann kann man natürlich ein klein bisschen was sparen. Aber so repariert ihr im Endeffekt eure Fahrzeuge und ich hoffe, es sorgt dafür, dass eure Fahrzeuge ein klein wenig länger leben. Jeder kennt das Problem. Unterwegs in der Wüste und jeder denkt sich so, oh mein Gott, ich bin so durstig, ich habe so Durst, ich brauche ein bisschen Öl. Weil genau das ist das, was man tut, wenn man Durst hat. Und deswegen durchstreift man die Wüste hoffnungslos auf der Suche nach Öl, um am Leben zu bleiben. Und natürlich auch, um es zu suchen, bevor die Amerikaner einem die Tür eintreten. Und man kann natürlich sagen, wenn man dann mal hier solche Dinger gefunden hat, man sammelt, freut sich über ein bisschen Öl und nimmt es dann erstmal so hin. Aber tatsächlich ist das natürlich nicht die effizienteste Möglichkeit, um an Ressourcen zu kommen, sei es an Öl, sei es an Eisen, sei es an Sonstiges. Denn es gibt auf der Karte ja die sogenannten Minen, in die der ein oder andere sich noch nicht reingetraut hat. Ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf der Map, haben wir hier, das sind Ölminen. Ne? Das ist ja das Symbol für die Öldinger. Und hier haben wir dann auf der Map verschiedene Minen verteilt. In den Minen selber gibt es minimal mehr Ressourcen. Wenn wir uns dann mal anschauen, wie es in so einer Mine aussieht. No, natürlich klar, die Minen selber, man muss sie ja erstmal clearen, man hat hier ein paar NPCs. Und wenn man jetzt rechts drauf schaut, sieht man natürlich, dass ich aus einem so einem Vorkommen minimal mehr Ressourcen raushole. Und so sieht es natürlich in jeder Mine aus. Alle Vorkommen in den Minen sind grundsätzlich erstmal mehr wert, wie Vorkommen, die ich irgendwo auf der Map an sich finde. Was natürlich dafür sorgt, dass ich mir vernünftige Minen raussuchen kann und sage, hey, das ist meine Ölmine, die gehe ich jetzt clearen. Da ist meine Eisenmine, die gehe ich jetzt clearen. Ich habe ja auch irgendwo eine Ecke mit Salz vorkommen, obwohl ich glaube, dafür gibt es keine direkte Mine. Aber ja, für jeden, der Salz sucht, unten links in der Wüste, auf jeden Fall am Strand, gibt es immens viel Salz. Und ich gehe mal davon aus, an den anderen Stränden findet man auch was. Aber ja, mein Hinweis dazu, es lohnt sich auf jeden Fall, hier und da mal so eine Mine zu clearen. Denn aus dieser Mine alleine habe ich, glaube ich, 800 Öl rausgeholt. Und dafür musste ich halt nur ein paar NPCs vermöbeln. Von daher die Minen eindeutig ein sehr lukratives Ziel. Natürlich klar, wenn man sich vorher um die Gewerkschaft kümmert. Kommen wir zum nächsten Teil. Die Zerschröderungsmaschine.
Der ein oder andere, der jetzt vielleicht noch nicht so weit ist, der wird sich sicherlich hier und da gefragt haben, hör mal, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Zeug, was ich so finde? Die ganzen Blueprints, was, wohin überhaupt damit, Game? Was möchtest du mir sagen? Das sind sehr wahrscheinlich die ein oder anderen Fragen, die der ein oder andere mit ins Schlafreich nimmt. Aber nichtsdestotrotz kommt hier, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau mit welchem Level, aber ich glaube irgendwas mit 37... 35, 38, in dem Bereich kommt der Zerschröderungstisch unter Basic ganz oben neben dem synthetischen Dingsy. Dieser Zerschröderungstisch selber ist ein absolutes Wunder der Natur. Ich packe dort irgendwelche Dinge rein und sie werden zerschrödert. Und da werden natürlich nicht nur Ausrüstungsgegenstände zerschrödert, wie fertige Waffen, fertige Werkzeuge etc., sondern man bekommt auch Blueprints zerschrödert. Deswegen mein Tipp schon mal vorneweg, bevor der ein oder andere sehr viel Zeit und sehr viel Müll wegschmeißt in diesem Game. Behaltet eigentlich alles. Baut euch Kisten ohne Ende, schmiert da einfach alles rein. No, irgendwo hatte ich auch, naja, okay, jetzt natürlich nicht mehr, aber diese Blueprint-Kiste, die war auch komplett voll. Und es lohnt sich schon, das ein oder andere aufzubewahren und sich davon zu trennen, wenn man das Ding hat. No, man sieht hier die ganzen Ressourcen, die hier drin sind, die habe ich alle einfach nur durchs Zerlegen von Loot bekommen und hatte auch schon einige vorher rausgenommen. Aber man bekommt hier sehr coole Dinge raus, die man so vielleicht jetzt nicht unbedingt schnell bekommt. Kleiner Hinweis noch selber zum Zerschröderungstisch. Man sieht hier schon, ich habe jetzt hier so das Ganze übers Akku laufen, was mit Solar läuft. Der Tisch selber zieht natürlich 40 Strom. Und man sollte natürlich schauen, dass dieser Tisch selber vielleicht nur genutzt wird, wenn man ihn braucht. Deswegen habe ich hier vor so einen kleinen Schalter geschmiert, damit das Ding nicht permanent Strom frisst. Denn auch wenn du da nichts zerlegst, saugt er permanent seine 40 Strom. Und wir wollen das unserem Akku natürlich nicht antun. Ne? Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier in dem Bereich so nur ein kleines Setup habe mit zwei Solardingern. Den Dieselgenerator mache ich immer mal an, um das Akku selber zu laden, weil hierüber auch mein Kühlschrank läuft, der hier unten steht. Oh, schön Hightech, passt zu meiner Holzausstattung. Und nichtsdestotrotz, sehr wichtiges Ding, lasst kein Loot liegen und gönnt euch im Nachhinein die schnieke Ausbeute. Mama, Mama, sag mal, was macht eigentlich die Ringreichweite da? Ja, mein Sohn, was soll ich dazu sagen? Danke sehr, dass du da fragst. Also die zwei verschiedenen Ringe sind tatsächlich recht simpel. Der kleinere innere Ring ist meine derzeitige Reichweite von meinem zentralen Gebäude. Sei es entweder die Flagge oder sei es die Raumzeitmarkierung. Ab dem Moment, wo die Flagge bzw. die Raumzeitmarkierung abgegradet wird, erweitert sich dieser Kreis nach und nach in Richtung äußere Linie. Alles, was im inneren Kreis ist, kann ich unter die automatische Reparatur schmeißen. Heißt, wenn ich Items in die Raumzeitmarkierung reinlege für die Reparatur, wird alles, was in Reichweite ist, repariert. Natürlich, klar, diesen Beacon, den haben wir ja schon vom letzten Video gelernt, wofür dieser Beacon eigentlich ist. Damit kann ich Monsterwellen spawnen. Und den kann ich natürlich immer nur so weit setzen, wie mein innerer Ring gerade weit ist. Das heißt, wenn meine Reichweite sich erhöht, kann ich ihn natürlich abreißen und etwas weiter wegbauen. Wenn ich da natürlich mehr Reichweite haben möchte für die Waves, um davor zu verteidigen. Je mehr ich in diesem Bereich baue, umso größer werden tatsächlich meine Reparaturkosten. Wenn ich hier an das Ding rangehe und dann F drücke, habe ich jetzt hier diese Reparaturkosten. Hier oben steht ja auch gerade Territory Size Level. Und wenn ich hier dann Ressourcen reinschmeiße, Steine muss ich gleich auch nochmal kurz holen, dann kann ich, wenn Ressourcen bezahlt wurden, habe ich Auto-Repair für x Stunden. Das heißt, jede Stunde werden meine Dinge repariert. Man sieht ja schon, alles hat ein bisschen Life verloren, weil die Dinger selber jetzt, weil da keine Ressourcen drin waren. Das heißt natürlich da immer fleißig drauf achten, dass in der Markierung Ressourcen drin sind und dann wird auch alles fleißig repariert. Und hier wird auch alles mit repariert. Jede Falle, jedes Konstrukt, außer halt Fahrzeuge oder so. Aber
Dadurch spare ich natürlich auch Ressourcen. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt hier so eine Falle nehme und die stelle ich jetzt hier hin und ich sage, ich würde die Falle jetzt ganz gerne reparieren, dann müsste ich natürlich die Ressourcen bezahlen, die jetzt hier stehen. Eisen und Kautschuk. Wenn ich die Reparatur aber hier rüber laufen lasse, dann reicht es, wenn ich diese Ressourcen, na, Stein, Holz und Fiber hier reinschmeiße und dann wird mir komplett die ganze Bude nach und nach repariert. Es dauert halt ein bisschen länger, wenn man irgendwas direkt schnell reparieren möchte, sollte man es natürlich selber tun, aber die Autoreparatur ist natürlich für den ein oder anderen Sparfuchs definitiv ganz schnieke. Und ja, von daher würde ich sagen, haben wir das Ganze auch sehr schnell abgearbeitet. Ich hoffe, ihr hattet den ein oder anderen Moment, wo ihr ein bisschen was lernen konntet. Vielleicht konntet ihr die ein oder andere Info mitnehmen. Würde sagen, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Einschalten und sage mal, lasst mich gerne unter dem Video wissen, falls ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt. Ich werde auch nochmal einen Komplett-Guide machen zu den ganzen Logikgattern, die man hier hat für die Elektronik und halt auch fürs Wasser. Aber jetzt erstmal ein paar kleine Tipps, die wieder in eure Richtung fliegen und ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen. Und sage danke fürs Einschalten, hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Video oder im nächsten Stream. Ich bin raus, macht ihr gut, wünsche euch was und bye bye.